Meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen zum 19. Frankfurter Stadtgespräch Migration mit Missverständnissen, die Deutschen und ihre Staatsbürgerschaft. Unser Gast heute Abend, wir sind sehr geehrt und freuen uns sehr, Professor Rita Süssmuth begrüßen zu dürfen. Und von sehr wichtig. Ich werde Ihnen natürlich gleich noch was zu den Referenten des heutigen Abends sagen, aber erlauben Sie mir zunächst den Gesprächspartner von Seiten des Clusters zu begrüßen, Professor Andreas Pfarrmeier. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte zunächst noch mal ganz offiziell im Namen unseres Forschungsverbundes die Herausbildung normativer Ordnungen begrüßen. Mein Name ist Rebecca Schmidt und ich begrüße Sie zugleich auch im Namen unserer beiden Direktoren, Professor Klaus Günther hier vorne und Professor Rainer Forst, der heute sich aus Krankheitsgründen leider entschuldigen muss. Auch das 19. Frankfurter Stadtgespräch steht hier wie immer in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Frankfurt. Wir bedanken uns bei der Kulturamtsleiterin Frau Roman sehr herzlich, denn aus unserer Sicht, wir hatten es gerade besprochen, muss ein Exzellenzcluster, das ist ja schon so ein abstraktes Wort, was wir an der Stelle immer betonen, nicht wir beim Forschungsverbund uns ausgedacht haben, das hätten wir nicht gewählt, sondern die Deutsche Forschungsgemeinschaft, Sie haben es vielleicht verfolgt, die Fortsetzung der Exzellenzinitiative ist in aller Munde, die hat diesen ja denglischen Titel gewählt, der auf Englisch noch schlimmer klingt, Cluster of Excellence. Also, das kommt nicht von uns, aber auch ein solcher Exzellenzcluster muss aus unserer Sicht mit seinen Forschungen raus aus dem Elfenbeinturm, Professor Süssmuth hatte es eben erwähnt, und rein in die Stadtgesellschaft. Daher sind wir dankbar, dass einerseits das Kulturamt uns da seit Jahren unterstützt und zweitens, dass wir immer wieder auch mitten in der Stadt zu Gast sein dürfen. Heute wieder hier im Historischen Museum, was heute, wie Sie gleich noch merken werden, auch thematisch einigermaßen gut passt, dass wir heute an einem historischen Museum sind. In jedem Falle sind wir immer mit diesen Stadtgesprächen hier am Römerberg, also in der Mitte der Stadt, zu Gast und dafür sind wir sehr dankbar. In das Thema möchte ich Sie nur ganz kurz einführen, genauso wie ich weder Professor Süssmuth noch Ihnen jetzt sehr viel über unseren Forschungsverbund verrate. Wenn Sie wissen möchten, was man macht, wenn man sich die Herausbildung normativer Ordnungen als Forschungsgegenstand aufgeschrieben hat, dann darf ich Sie bitten, sich mal mit unserer Website vertraut zu machen oder uns alle im Anschluss zu fragen. Viele Kolleginnen und Kollegen sind vor Ort. Aber heute soll es um die Frage gehen, wie ein wirklich aktuelles Thema in der Wissenschaft auf der einen Seite und dann auch in der Politik behandelt wird. Und aus diesem Grunde keine langen Vorreden, nur ganz kurz zum Ablauf. Wir werden eine Diskussion hier auf dem Podium führen und da würde ich Sie um einen kleinen Moment Geduld bitten, dass wir also bestimmt dieses Thema auch heute aus zeitgeschichtlicher Perspektive behandeln und dann kommen wir sozusagen zu Ihren Fragen. Also nachdem wir auf dem Podium diskutiert haben, ist es uns ganz wichtig, dass Sie Ihre Fragen an Professor Süssmuth, an Professor Pfarrmeier heute Abend stellen und wir die mit Ihnen diskutieren können. Zum Thema. Migration, das kann man ohne Zweifel sagen, ist das beherrschende Thema derzeit in der Tagespolitik, aber auch in den verschiedenen Fachrichtungen der Wissenschaft. Wir wollen heute, Sie haben es in der Ankündigung gesehen, historische und grundlegende Entwicklungslinien der deutschen und europäischen Migrationspolitik behandeln, weil wir, und davon ist Professor Süssmuth überzeugt, das können Sie in all Ihren Interviews und Büchern nachlesen, aus dem, was damals unter anderem auch in Ihrer Leitung in dieser Kommission passiert ist, sehr viel lernen können, weil das noch heute tagesaktuell ist und weil wir daraus Lehren ziehen können, so habe ich es verstanden, die auch für eben die Lösung der jetzigen Situation von Relevanz sind. Ich möchte daher heute Abend mit einem Zitat unseres Gastes beginnen. Sie haben gesagt, Professor Süssmuth, wir wären heute deutlich weiter und besser auf den Zustrom von Einwanderern vorbereitet, wenn sich die Politik auf die Grundsätze des Kommissionsbeschlusses hätte einigen können. Das betrifft, Sie sehen schon, das ist erfreulich, zustimmende Ja-Rufe aus dem Publikum, was die Expertenkommission betrifft, die Sie damals geleitet haben. Das heißt, zu diesen Fragen möchten wir kommen.
Und bevor ich Sie das ganz konkret frage, möchte ich Ihnen, meine Damen und Herren, aber unsere beiden Gesprächspartner noch etwas genauer vorstellen. Und zwar Professor Süssmuth, insbesondere mit den Worten der Jury des Reinhard-Mohn-Preises, den sie im Sommer letzten Jahres erhalten hat. Der hat ganz konkret, neben den vielen anderen Auszeichnungen, die Sie erhalten haben, die Arbeit in dieser Kommission gewürdigt, in der Kommission Zuwanderung aus dem Jahr 2001. Und zwar mit den Worten, Professor Rita Süssmuth hat hier mit ihrer politischen Arbeit die Perspektiven der Deutschen auf Einwanderung verändert. Heribert Brandtl hat dann in der Süddeutschen geschrieben, Deutschland hätte fast ein zukunftsweisendes Einwanderungsland bekommen. Das sind die Fragestellungen, mit denen wir uns gleich beschäftigen. Professor Süssmuth ist aber an dieser Stelle für uns ein perfekter Gast, weil sie nicht nur Politikerin lange Zeit ihres Lebens war, sondern auch eine Wissenschaftlerin. Sie studierte Romanistik und Geschichte in Münster, Tübingen und Paris. Dann als Postgraduierte ein Studium der Erziehungswissenschaft, Soziologie und Psychologie. Sie übte zwischen 66 und 82 zahlreiche wissenschaftlichen Tätigkeiten nach ihrer Mission an der Pädagogischen Hochschule Ruhr, der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Dortmund aus. 1973 erhielt sie einen Lehrstuhl für international vergleichende Erziehungswissenschaften dort. Bevor sie in die Politik wechselte, leitete sie 3 Jahre lang das Forschungsinstitut Frau und Gesellschaft in Hannover. Und Sie haben mir auch in den Eingangsworten vorab schon gesagt, Sie kamen in die Politik, lassen Sie mich das kurz ergänzen, über das Frauenthema. Das lässt sich in Ihrer Biografie sehr schön ersehen. 1985 wurde Rita Süssmuth zur Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit und ab 86 auch zusätzlich für Frauen ernannt und war die erste Frauenministerin auf Bundesebene. Sie war von 88 bis 98 Präsidentin des Deutschen Bundestags und damit eine der längsten Amtsperioden überhaupt. Noch viel länger war sie Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes, inzwischen Ehrenpräsidentin, die Vorsitz der Frauenunion, Mitglied des Präsidiums, CDU-Präsidiums, sehr viel. Okay, also dann sage ich nur noch, sie erzielt ganz viele Ehrendoktorwürden und Auszeichnungen, darunter das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik. Und ich möchte Ihnen nicht die Dissertation vorenthalten, die, Sie kamen vom Kind, merke ich gerade, zu den Frauen, zu der Migrationsstudien zur Anthropologie des Kindes in der französischen Literatur der Gegenwart. Darüber hinaus hat Professor Süssmuth viele Veröffentlichungen weiterhin zur Anthropologie des Kindes. Der Mensch geht vor, eine Umkehr in Politik und Gesellschaft, Migration und Integration, auch zu AIDS und hat sie, und dann zuletzt das Gift des Politischen, Gedanken und Erinnerungen aus 2015, das Buch, was ich Ihnen unbedingt mitbringen, aber jetzt zu Hause vergessen habe, aber vielleicht haben Sie es, vielleicht hoffentlich auch alle schon. Und sie hat gesagt, besonders wichtig ist ihr heutzutage auch noch die Tätigkeit, was die Hochschule, die türkische Hochschule betrifft. Darf ich Ihnen vorstellen, mit diesen Erläuterungen, Professor Rita Süssmuth noch einmal. Professor Andreas Fahrmeier ist ein ausgewiesener Experte des heutigen Themas Migrationspolitik. Er hat sich schon in seiner Dissertation im Jahr 97 in Cambridge mit den Wanderungsbewegungen, mit der Migrationsgesetzgebung und auch mit der Staatsbürgerschaft auseinandergesetzt. Die hieß bezeichnenderweise Citizens and Aliens. In einer späteren Monographie zum Citizenship hat er eine umfassende Studie zum Staatsbürgerschaftskonzept vorgelegt. Und zwar vergleichend mit Deutschland im Vergleich mit Frankreich, USA, England, irgendein Land habe ich vergessen. Und das war's. Okay, die Staatsbürgerschaftsreform, zu der wir heute auch noch kommen wollen, von 99, 2000, hat er, anders als Frau Süssmuth, als etwas überbewertet und nicht ganz so bahnbrechend beurteilt. Dazu möchte ich Ihnen. Sie sagen, es war ein Paradigmenwechsel, wenn ich das vorab schicken darf. Weg von der Abstammungslehre. Da komme ich sofort drauf zurück. In einem Aufsatz aus 2012 insbesondere beschreibt Herr Fahrmeier Coming to Terms with a Misinterpreted Past.
Also da geht es um die 99er-Reform und ob sie vielleicht überbewertet ist. Da beschreibt er insbesondere die unterschiedlichen Bilder der Fremden, die Deutsche im Vergleich zu Engländern haben und die natürlich auch für Fragen der Einbürgerung sehr relevant sind. Wenn ich Ihnen kurz die Biografie vorstellen darf, Andreas Fahrmeier ist seit Oktober 2006 Inhaber der Professur für Neuere Geschichte unter besonderer Berücksichtigung des 19. Jahrhunderts am Historischen Seminar der Goethe-Universität. Er studierte hier in Frankfurt Mittlere und Neue Geschichte, Geschichte der Naturwissenschaften und englische Philologie. Er wurde eben mit der Arbeit über Citizens and Aliens, Foreigners and the Law in Britain and the German States in Cambridge 97 promoviert und arbeitete im Anschluss im Deutschen Historischen Institut London. 2002 habilitierte sich Professor Fahrmeier an der Goethe-Universität, war dann kurzfristig abgewandert in die Unternehmensberatung, auch ein Wanderungsprozess, und wanderte dann aber zurück in die Wissenschaft. Er war bis 2004 Heisenberg-Stipendiat, da fing das mit der DFG bei Ihnen an. Die DFG ist unsere Fördereinrichtung, die eben die Fortsetzung der Exzellenzinitiative jetzt hoffentlich mit uns demnächst begleiten wird. Von 2004 bis 2006 hatte er die Professur für europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Köln inne. Er hatte Gastprofessuren in Montreal und an der University of Manchester. Schwerpunkte, wir haben es Frau Süßmuth schon erläutert, sind Stadt und Bürgertum, britische und deutsch-britische Geschichte, Migrationsgeschichte und die politische Geschichte des 19. Jahrhunderts. Und neben der genannten Dissertation möchte ich Ihnen die Habilitation benennen, Ehrbare Spekulanten, Stadtverfassung, Wirtschaft und Politik in der City of London, 1688 bis 1900. Und dann das zweite Buch, was ich vergessen habe, Citizenship, The Rise and Fall of a Modern Concept, worüber wir auch sprechen möchten, Autor zahlreicher Aufsätze und Bücher zum Thema. Herr Professor Fahrmeier, schön, dass Sie da sind. Jetzt habe ich Sie aber schon fast ein bisschen an der Stelle abgebrochen. Insofern möchte ich gerne zu dieser Frage zurückkommen. Sie waren die Vorsitzende der Kommission in 2000, der Kommission Zuwanderung, die dann später den Bericht vorlegte, der das Beispiel oder den Vorschlag eines Gesetzesentwurfs hatte, wie die Zuwanderung geregelt werden sollte. Darf ich Sie fragen, zunächst mal einfach zu der Entstehungsgeschichte, wie es überhaupt zu dieser Kommission und zu dieser Thematik gekommen ist? Zu dieser Kommission, wie es dazu gekommen ist, habe ich wenig beigetragen, sondern es war eine Entscheidung des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, der auch von der Wirtschaft bedrängt wurde: Ich brauche Fachkräfte und schaffe uns Instrumente, dass sie kommen können. Und das hat ihn veranlasst, das war ja das Jahr der Experten von Hannover, wenn Sie so wollen. Ich habe nichts gegen das Wort Exzellenz, weil ich finde... Das beruhigt mich. Wenn es darum geht, das Beste aus den Menschen herauszuholen, was sie bewerkstelligen können, hat das Exzellenz, der Exzellenzbegriff durchaus seine Bedeutung. Wenn es er bedeuten soll, da gibt es so eine kleine Elite und die, ohne die können wir nicht leben, alle anderen sind von geringerem Stellenwert, dann wäre das Wort Exzellenz falsch verstanden. Ich verstehe es eigentlich im Humboldtschen Sinne. So, zurück zu der Frage. Auf der Hannover Messe kam der damalige Innenminister Otto Schily auf mich zu und fragte: Wir haben die Idee, das Thema Zuwanderung nun doch zum Thema zu machen. Ich war damit 1994 restlos gescheitert. Das ist mir immer, Erkenntnis ist noch nicht die Mehrheit. Die ist viel schwieriger, weil ich damals gesagt habe, Deutschland braucht ein Einwanderungsgesetz. In 94 sagten Sie das? 94. Da wurden Sie einbestellt, glaube ich. Ja, kann das sein? Wurde einbestellt, bin ich auch brav hingegangen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich total verrückt bin. Vom Fraktionsvorsitzenden, ne? Vom Fraktionsvorsitzenden, mit der Aussage, das kommt nie in Frage.
füge aber noch mal hinzu, dann kann, wir sind kein Einwanderungsland, sind wir nie gewesen, waren wir aber immer. Und werden wir nie sein wahrscheinlich. Werden wir nicht sein. Und es kam der Zusatz, und der führt unmittelbar ins Heute, dann können wir unseren humanitären Verpflichtungen beim Asyl nicht mehr nachkommen. Also diese Spaltung hier zu und Einwanderung, sage ich jetzt heute, und dort jetzt humanitäre. Also es waren zwei verschiedene Schubladen. Und es ist dann ja auch, 1999 hat allerdings bereits begonnen, vor dieser Kommission, es war damals Baden-Württemberg, endlich kam das Thema Integration auf. Natürlich gleich auch wieder mit Leitbildvorstellung, normatives. Dazu kommen wir sofort. Und ich muss sagen, ich habe wochenlang gekämpft mit mir selbst, weil es so etwas wie ausgesprochen und unausgesprochen als Regel gibt. Man geht nie in die Dienste der Opposition. Und das war die Oppositionsregierung jetzt. Da habe ich mich dann erkundigt, wer ist denn in dieser Kommission? Und dachte, das sind aber gute Namen. Und mache es kurz und sage, ich wusste, dass meine Fraktion maßlos enttäuscht von mir war, dass ich das übernahm. Mein Stellvertreter war Hans-Jochen Vogel. Und dass es auf uneingeschränkte Ablehnung stieß. Ich war aber der Überzeugung, dass es ein Problem, das unser Land, und übrigens nicht nur unser Land, wir wussten ja von Kofi Annan, er hat ja die erste Arbeit in dieser Richtung geleistet, das mache ich trotzdem. Und diese Entscheidung war eine bittere und heftige, aber ich muss Ihnen sagen, auch wenn ich heute zurückschaue, es ist mitunter notwendig, das Parteiliche zu überschreiten und zu fragen, welche Sache nehmen wir uns vor, die wir gemeinsam bearbeiten. Und das war eine ausgezeichnete Kommission. Was darin fehlte, und da höre ich dann damit auf, waren eigentlich Migranten. Da war ein einziger drin von Hamburg, der Unternehmer Öger. Und ich fragte, warum sind da nicht keine Migranten drin? Migrantenorganisationen und Vertreter. Nein, die denken nur an sich, die haben noch nie was beigetragen zum Zusammenleben. Da habe ich gedacht, dann laden wir sie ein. Bekamen ja auch kein Geld. Ich höre hier auf, einfach nur, das war der Anfang. Und ich muss sagen, wir hatten auch nicht viel Zeit. Wir haben ein gutes Jahr gehabt. Da bin ich immer noch überrascht, was man in einem Jahr schaffen kann gemeinsam. Was Sie damals geschafft haben, dazu möchte ich Sie gleich noch mal befragen, was denn, es war ein sehr umfassendes Maßnahmenpaket, aber vielleicht können wir in der Tat erst noch mal zurückgehen. Frau Professor Süßmuth beschreibt an der Stelle, wenn sie schon 94 beim Fraktionsvorsitzenden einbestellt wurde, nur weil sie in einem Interviewbuch eben gefordert hatte, man muss Deutschland zum Einwanderungsland machen und dann die weiteren Schwierigkeiten beschreibt. Unter anderem, wenn ich das noch kurz sagen darf, hatte auch die heutige Bundeskanzlerin in der Sache der Übernahme des Kommissionsvorsitzes ein Telefonat mit Ihnen. Mehrere. Sie schreiben in Ihrem Buch sehr elegant, das Telefonat endete mit einem Dissens. Punkt. Das werde ich in Zukunft auch mal über das ein oder andere Telefonat. Aber entschuldigen Sie. Also das gab einen Dissens, später wie da heute die Rolle und auch die Rolle Angela Merkels ist. Da würde ich gerne gleich noch kommen, aber zurück zu der Frage. Professor Süßmuth beschreibt sozusagen die Beschwerden, die die Deutschen mit dem Thema Einwanderungsland haben. Andere Länder, Kanada, Australien, USA sind traditionell Einwanderungsländer, Frankreich in Europa. Können Sie, Herr Professor Farmer, uns irgendeine Erläuterung aus Ihren historisch vergleichenden Arbeiten geben, warum Deutschland sich so besonders schwer tut mit dem Begriff Einwanderungsland? Also die deutsche Erfahrung ist natürlich von Epoche zu Epoche sehr unterschiedlich gewesen. Und
ist auffällig, wenn man auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg blickt, dass auf der einen Seite in der Praxis die Dinge gar nicht so schlecht gelaufen sind teilweise, aber es eine große symbolische Barriere zu geben scheint, zuzugeben oder anzuerkennen, dass man ein Einwanderungsland ist, was offensichtlich mit einem großen Bedürfnis nach einer relativ homogenen Kultur zu tun hat und auch in gewissem Sinne mit kontingenten Umständen, zumindest bis 1989. Und da ist es auch signifikant, dass es 10 Jahre nach der Wiedervereinigung gedauert hat, bis man diese Themen Einbürgerung, Staatsbürgerschaft angefasst hat, weil sozusagen auf der juristisch-technischen Ebene einseitige Veränderungen was dazu oder sozusagen die Unterschiedlichkeit der Regelungen zwischen Bundesrepublik und DDR betont hätten und andererseits sozusagen der Rekurs auf die deutsche Identität, die sehr stark als eine Abstammungsidentität konzeptionalisiert wurde, für Teile des politischen Spektrums ein ganz entscheidender nationaler Marker war. Und das hat es ich glaube, so furchtbar ungewöhnlich in Europa ist die deutsche Erfahrung nach dem Krieg insofern nicht, als die Invisibilisierung von Migration ja auch in Frankreich relativ charakteristisch ist. Die sehr große Einwanderung in den 30er Jahren ist eigentlich kein großer Teil der französischen Identitätsreflexion gewesen, bis auch in die 80er, 90er Jahre. Und die Annahme, dass die Einwanderungserfahrung aus den ehemaligen Kolonien eine völlig neue war, war auch in Frankreich ja relativ präsent. Ebenso wie in Deutschland auch die Geschichte von Einwanderungen im Kaiserreich und darüber hinaus in der frühen Neuzeit eigentlich kein Teil des kanonischen Geschichtsbildes war, sondern man immer die Vorstellung hat, Migration ist ein sehr ungewöhnliches Verhalten und im Kern sind europäische Gesellschaften statisch und unterscheiden sich dadurch ganz fundamental von den Einwanderungsgesellschaften in Nordamerika, in Australien, in Südamerika, die aber ihrerseits sozusagen relativ rigide In- und Exklusionskriterien haben oder hatten, wenn man zum Beispiel an die White Australia-Politik, die asiatische Einwanderung ausschließen sollte, bis in die 1970er Jahre denken würde. Das heißt, Sie sprechen von einem anderen Selbstverständnis, von einem anderen Selbstbild? Das ja, also es ist eine andere politische Tradition, die sich eigentlich, also im deutschen Fall im Wesentlichen in der Weimarer Republik entwickelt haben, dann im Dritten Reich extrem radikalisiert und in der Bundesrepublik lange fortgewirkt haben. So die Vorstellung, Deutschsein definiert sich durch Abstammung eher noch als durch Kultur. In Österreich steht es im Friedensvertrag drin, wer sozusagen deutscher Abstammung ist, kann nach dem Ersten Weltkrieg österreichischer Staatsangehöriger werden, alle anderen nicht und damit hat man sofort einen Verweis auf einen mythischen Ursprung, wo alle deutsch waren und nur die, die diese sozusagen Abstammungstradition haben, gehören wirklich in das Land. Wenn man sich die Einbürgerungspraxis beispielsweise des Kaiserreiches anguckt, dann war die sehr viel offener als in der Zeit danach. Das wäre eigentlich auch mein Punkt gewesen, mit Blick auf 1999, 2000. Man bricht mit einer Tradition, die man aber selber erst eigentlich erfunden hat, vor nicht allzu langer Zeit, aber das nebenbei. Okay, aber lassen Sie mich nochmal ganz konkret, weil Sie sprechen jetzt, das nochmal so rekapitulieren darf, die Reform des Staatsangehörigenrechts 99-2000 an und Sie haben es kurz dabei erwähnt, also der Wechsel vom, jetzt muss ich überlegen, jus sanguini zum jus soli, richtig? Ja. Und das, genau, hatten Sie, ich erinnere mich, als Paradigmenwechsel beschrieben. Und Sie wiederum jetzt eben schon angedeutet, vielleicht können wir das kurz noch ein bisschen näher ausführen, dass das aus Ihrer Sicht nicht so bahnbrechend war, weil man nur mit dem bricht, was man gerade vorher selbst. Nee, es ist schon ein Paradigmenwechsel gewesen. Ich glaube nur, wenn man einen Schritt zurücktritt und diese Jus soli, jus sanguinis Frage beschäftigt sich ja mit der Frage, wie wird Staatsbürgerschaft automatisch verliehen, in der Regel zum Zeitpunkt der Geburt. Und das eine markiert des Territoriums entscheidend, wo man ist, ist normalerweise charakteristisch für Einwanderungsländer wie USA, Australien und so weiter. Das andere markiert entscheidend ist die Nationalität der Eltern, ist relativ charakteristisch für Auswanderungsländer. Mhm. Deutschland ist in gewissem Sinne in der Zeit nach 1945 zunehmend außergewöhnlich geworden, in der Hinsicht, dass es eigentlich ein Einwanderungsland war,
aber das Staatsangehörigkeitsrecht, wenn man so will, eines Auswanderungslandes behalten hat. Nur das ist ja nur sozusagen die Gleichsetzung, die man gerne macht zwischen Offenheit und Geschlossenheit dieser beiden Rechtsfiguren, ist ja insofern ein bisschen merkwürdig, weil die eigentlichen Einwanderer betrifft es ja so oder so gar nicht. Wenn Sie mal überlegen, jus sanguinis, jus soli, für Leute, die sich nicht bewegen, ist es völlig egal, ob sie durch die Abstammung von ihrem am Ort wohnenden Vater oder durch die Tatsache, dass ihr Ort dort ist, wo sie geboren worden sind, die Staatsangehörigkeit erfahren. Und für tatsächlich Staatsgrenzen überwindende Personen macht es auch keinen Unterschied, weil es bezieht sich maximal auf ihre Kinder, nicht auf sie selber. Das heißt, eigentlich ist ja auch interessant, wenn man sich überlegt, wie offen oder wie geschlossen ist eine Gesellschaft, sich auf die Einbürgerung zu konzentrieren und zu gucken, was sind eigentlich die Regeln, wie lange muss man warten, wie hoch sind die Gebühren, die damit verbunden sind, welche Belege kultureller Konformität muss man ablegen, wie leicht ist es eigentlich, diese Einbürgerung zu erlangen. Und in dieser Beziehung gibt es in der deutschen Geschichte relativ radikale Wechsel. Also sozusagen das sprechendste Beispiel ist vielleicht, dass man im späten 19. Jahrhundert in katholischen Kantonen der Schweiz sich nicht scheiden lassen konnte. Mhm. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, war nach Baden zu gehen, sich am ersten Tag einbürgern zu lassen, am zweiten Tag scheiden zu lassen und am dritten Tag wieder zurückzugehen in die Schweiz. Es gab im Deutschen Kaiserreich nie Mindestaufenthaltsfristen, die einer Einbürgerung vorausgehen müssen. Die Gebühren waren vergleichsweise sehr niedrig und entscheidend war gewissermaßen persönliche Ehrbarkeit und die Frage, wird jemand irgendwie potenziell vielleicht wehrpflichtiger sein oder nicht. Hier haben sich die Dinge in der deutschen Geschichte im Verlauf des 20. Jahrhunderts dann radikal verschoben. Und in der Bundesrepublik nach 1945 war die Einbürgerung ja trotz der Präsenz vieler Migrantinnen und Migranten in doppelter Hinsicht schwierig, persönlich sehr kompliziert zu erlangen, extrem teuer im internationalen Vergleich, mehrere Monatsgehälter, sehr lange Wartezeiten, sehr hohe Nachweise mit Blick auf kulturelle Integration. Und es gab keinen automatischen Mechanismus für die Integration der nächsten Generation durch Staatsangehörigkeit über Geburtsort. Und in der Beziehung war die Reform schon ein Paradigmenwechsel. Erstens, weil es zum ersten Mal eine automatische Integration für Kinder von Migrantinnen und Migranten gab und weil auch die Bedingungen für die Einbürgerung sich gelockert haben, bis dann ein Rechtsanspruch daraus wurde. Aber es ist kein Bruch mit einer deutschen Tradition, die gewissermaßen bis zu den Germanen zurückgereicht hätte. Das meinte ich nur. Verstehe. Frau Süssmuth, was meinen Sie? Sie haben es ja, wie gesagt, ganz stark als Paradigmenwechsel gesehen. Also ich hänge jetzt nicht an dem Begriff Paradigmenwechsel, aber es ist mir wichtig zu sagen, das öffnete neue Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. Im Umgang mit auch der Frage, wer bin ich, der Identität, ich sage das sehr praktisch, wenn ich in Frankreich lebte und ich müsste meine deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben, das machte mir Probleme. Also deswegen verstehe ich sehr gut, dass Menschen, die aus einem bestimmten Land kommen, auch ihre Bezüge behalten, selbst wenn sie in Deutschland längst teilhaben an Bildung, an Arbeit. Wir haben, jeder von uns hat mehr als eine Identität. Und wir haben uns sehr schwer getan, also Deutschland lebt ja gern von Ausnahmeregelungen. Wenn wir heute sagen, 50% haben doppelte Staatsangehörigkeit, dann ist das immer passiert, weil sie entweder nicht freigegeben wurden aus dem Land oder weil sie nicht erben konnten oder weil sie Probleme mit ihrer Armee oder ihren Wehrpflichteinrichtungen hatten. Statt mal zu fragen, was bedeutet es eigentlich, wo bin ich geboren? Kinder wachsen eigentlich auf, kennen weder die Türkei, in Deutschland sind sie geboren, aber sie müssen jetzt für eins entscheiden. Insofern ist die Entwicklung, die wir dann gehabt haben, wir machen ja kleine Schritte. 90 hat es erstmalig begonnen, davon abzurücken. 2000 kamen dann kleine Schrittchen hinzu, eigentlich wegen einer verlorenen Wahl. Das habe ich jetzt nicht sofort. Herr Kramer, es war die Wahl, die Regierung hatte ja die Vorstellung,
eine doppelte Staatsangehörigkeit einzurichten, hat damit den Protest vor allen Dingen in Hessen ausgelöst. Wo kann man hier was gegen Ausländer unterschreiben? Ich hatte gedacht, Sie sprechen es nicht an, aber Sie sind in Hessen in der Tat. Der ehemalige Ministerpräsident Roland Koch hat hier große, ich kann mich selbst erinnern, Stände auf der Zeil. Ne? Sind Sie, wie hieß der Slogan? Sie wissen es wahrscheinlich noch. Sind Sie für, in der Tat, die Bürger fragten, wo kann man gegen Ausländer unterschreiben, aber es hieß irgendwie für doppelte Staatsbürgerschaft. Oder gegen. Das Votum war nicht für eine doppelte Staatsbürgerschaft in dieser Wahlentscheidung. Und dann ist 2000 eigentlich ein Gesetz übernommen worden, was wir als CDU-Gruppe, Bund- und Länderabgeordnete entwickelt haben. Und da ist diese Kinderstaatsbürgerschaft als erster Schritt entwickelt worden. Das war also aus der vorigen Regierung ein nicht umgesetzter Entwurf, den dann die... Den hat Otto Schily genommen. Ich glaube, er hat zwei kleine Stellen umgeändert. Und dieses Gesetz hat er durch die Mehrheit gebracht. Das war ein nächster kleiner Schritt. Wir haben das immer auch, als wir das beraten haben, gesehen, wir müssen erst mal den Fuß in die Tür bekommen. Und der damalige Innenminister Kanter hat das rigoros zurückgewiesen. Bundeskanzler Kohl hat ihn auch geschützt. Und dann ist es, die Gruppe der jungen Abgeordneten hat nicht mal zugestimmt zu diesem Gesetz. Obwohl auch ein Altmaier hat das kräftig vorangebracht, hat dafür gekämpft. Und dann sagten die, ja, dann werden wir nichts mehr. Da hatte ich die Meinung und habe denen das auch gesagt. Glaubt nicht, wenn ihr nur gehorsam seid, dass ihr schneller was werdet. Das ist sicherlich auch immer ein guter... Aber mir ist jetzt hier nochmal wichtig, es ist mehr als nur eine Frage, was schreibe ich in meinen Pass? Sondern es geht um die Frage, wer bin ich eigentlich für mich und für andere? Und da suchen wir ja nach Wegen und da haben andere Länder andere Möglichkeiten gefunden. Kanada hat heute auch einen wichtigen Teil, was weiß ich von der kanadischen Gesellschaft und so weiter. Aber ich finde wichtig, diese Öffnung, auch dass jetzt in der Regelung 2014 dieses Optionsmodell, du musst dich für eins entscheiden, gefallen ist. Jedenfalls unter bestimmten Bedingungen. Wir setzen dann die Bedingungen ja auch, damit nicht noch mehr auf die Idee kommen, das beantragen zu wollen. Auch. Was ich noch wichtig finde, Herr Farmer, ist, für die Engländer ist für mich ein großer Erklärungsansatz ihr Commonwealth. Die hatten die Frage, Frankreich ja übrigens auch, Montreal ist so ein Beispiel, wer sind eigentlich die anderen für uns? Dieses britische Königreich früher und dann das Commonwealth ist noch heute ein Modell, was sie ja auch wieder in die Europäische Union tragen. Diesen lockeren, aber doch einen Verbund von Menschen, die könnten nie verstehen, dass wir jemandem die Staatsangehörigkeit verweigern, der in England Steuern zahlt, arbeitet, Sozialbeiträge zahlt. Und ich finde, diese Commonwealth-Idee hat sehr stark englische Geschichte geprägt bis heute. Und die Franzosen waren Franzosen ähnlich, aber da gab es eben Staaten, die sie förderten. Ich habe als junger Mensch erlebt, wie hässlich, wie abweisend sie mit den Algeriern umgingen. Marokkaner und Tunesier habe ich als anerkannte Studentenschaft erlebt. Die Algerier waren Untermenschen. Nun kam der Algerienkrieg hinzu. Und für mich ist Frankreich im Unterschied zu England nicht das Modell einer kontinuierlichen Integrationsgeschichte. Also, und mit dem Begriff, wir sind alle Franzosen, haben sie noch keine Integration geleistet. Sondern es kann ein hartes Nebeneinander bedeuten. Sie haben die Möglichkeit, unmittelbar zu widersprechen oder zu bestätigen, sowohl was England als auch Frankreich betrifft. Ja, es sind sehr unterschiedliche Modelle. Man kann Positives und Negatives hervorheben. Ich meine, ein
Punkt, der, glaube ich, für die französische Theorie, aber viel mehr als für die französische Praxis spricht, ist die relativ starke Idee, dass der Staat nicht anfangen soll, gewissermaßen durch Segmentierung der Gesellschaft zu integrieren, sondern dass diese ganzen Indikatoren, die man dafür bräuchte, sozusagen Herkunft, Religion und so weiter, den Staat prinzipiell eigentlich nichts angehen. Mhm. Und sozusagen, das ist sozusagen die Logik der Laizität ja auch, die man aus anderen Gründen wieder angreifen kann, mit Blick auf Freiheitsrechte des Individuums und die Frage, ist es dann wirklich konsequent, Regeln durchzusetzen, die manche Religionen in einer ganz anderen Weise treffen als andere? Und wie verhält sich die angenommene staatliche Blindheit gegenüber Differenz, gegenüber dem, was Sie ja angesprochen haben, der doch relativ rigiden gesellschaftlichen Segmentierung in der Praxis und gegenüber dem Zurücklassen bestimmter gesellschaftlicher Schichten? In England ist ja die Erfahrung auf der einen Seite natürlich die eines langsamen Auflösens eines weltumspannenden Reiches mit relativ wenig Differenzierung in der Metropole, mit krasser Differenzierung nach Abstammung in den meisten Kolonien. Südafrika ist ja das schlagendste Beispiel dafür gewesen in der Zeit der Apartheid. Eine Metropole, die sich ihre Offenheit irgendwie lange bewahrt hat. Eine kleine illustrative Fußnote ist ja auch wieder, wenn England darüber abstimmt, ob es in der Europäischen Union bleiben will, dürfen Staatsbürger des Commonwealth, die in England wohnen, mitstimmen, weil sie das Wahlrecht haben, auch wenn sie technisch keine britischen Staatsangehörigen mehr sind. Sie dürfen nicht einreisen, oder nicht bedingungslos einreisen, aber wenn sie eingereist sind, dürfen sie wählen. Gleichzeitig ist ja diese Frage in den letzten Jahren auch wieder sehr stark pointiert worden, auch in einer gewissen symbolischen Amerikanisierung von Teilen der englischen Politik. Was heißt es, Brite zu sein? Es gibt jetzt auch den Staatsbürgerschaftstest, wo man sozusagen beantworten muss, wie benehme ich mich im Pub, wie viele Grafschaften gibt es und so weiter, als Ausweis der Identität. Es gibt Staatsbürgerschaftseide. Die insofern besonders lustig sind, weil es ja noch die weltumspannende Monarchie gibt, man aber sozusagen auch als Kanadier oder Australier nochmal derselben Königin einen Eid schwören muss, wenn man sich in England einbürgern lassen möchte. Und die Pointe, das habe ich doch schon gemacht, wird gar nicht so verstanden von den entsprechenden Beamten. Gleichzeitig ist es ja auch eine Geschichte von, wenn man so will, Kontroversen, in der Auflösung dieses Weltreichs von Kontroversen, die oft mit Einwanderungspolitik zu tun haben und dann mit der Herausschälung einer getrennten Staatsangehörigkeit, meistens von der Peripherie ausgehend und in England dann relativ spät, erst in den 80er Jahren. In Großbritannien ist ja die Diskussion im Moment, ob sozusagen zu große, in Anführungszeichen, Toleranz gegenüber allen möglichen Ansprüchen auf Differenzierung dann nicht auch eine Gefahr für Kohärenz von Gesellschaften birgt und ob das französische Modell nicht irgendwie auch attraktive Teile bereit hätte. Und wenn es sowas geben sollte wie einen schottischen, sozusagen unabhängigen Staat, wäre es natürlich auch eine interessante Frage. Geht sowas ohne nationale Homogenisierungstendenzen? Und was würden die dann sagen für die Stellung von Migrantinnen und Migranten? Das sind Fragen, die, glaube ich, auch dort offen sind, in einer neuen Weise als vorher. Sie hatten aber auch, wenn ich das nochmal kurz zitieren darf, in dem Aufsatz vom Bild des Fremden gesprochen. Wenn wir jetzt das Selbstverständnis der Staaten, aber auch das konkrete Bild des Fremden. Sie haben ein Beispiel, Sie haben beschrieben, und das wurde auch in der Rezension sehr deutlich aufgegriffen, wie der Engländer denjenigen sieht, der da eingebürgert werden soll, und wie der Deutsche denjenigen sieht. Sagen Sie es oder soll ich es Ihnen vorhalten? Nee, der Engländer, der Deutsche und so, das ist auch ein bisschen kompliziert. Aber wenn man sozusagen die Debatten im 19. Jahrhundert verfolgt, dann ist relativ interessant, dass in der deutschen Diskussion sozusagen Armenrecht und Aufenthaltsrecht und Zuwanderung relativ eng miteinander verkoppelt sind. In der englischen Diskussion sind wirtschaftliche Chancen, Kaufleute, Experten eine stärkere Präsenz. Das hängt mit den Realitäten von Migrationsgeschehen zusammen, hängt aber auch oder sagt viel über, wie soll man sagen, die soziale Imagination von dessen die soziale Imagination von Fremden, hat auch was damit zu tun, wie soll man sagen, Sozialhilfesysteme organisiert sind, ob die relativ unmittelbar
rückkoppeln in politische Entscheidungen über Zulassung und Abweisung oder ob das eben nicht der Fall ist, weil das eine lokal und das andere zentral geregelt ist. Aber tendenziell ist die Haltung erstmal optimistischer. Man kann dann immer in Klammern fragen, hängt es auch damit zusammen, dass die Sozialstaatlichkeit in England immer etwas weniger großzügig gewesen ist als auf dem Kontinent und insofern die Frage der unmittelbaren Verteilungsprobleme und der Gerechtigkeit bis hin in die mittleren Schichten der Gesellschaft dort sich nicht so stellt wie hier. Das wäre eine interessante Frage. Ich würde da gerne nochmal nachsitzen. Einmal der Fremde als der Arme. Das haben wir bei den Gastarbeitern gemacht. Diese Armen ohne Schulbildung, ohne Ausbildung. Die aber brauchen wir jetzt. Aber die kehren wieder zurück. Da ist nicht entstanden, was man dann eigentlich braucht, längerfristiges Zusammenleben. Es wurde sogar gesagt, auf keinen Fall deutsche Sprache, denn die müssen ja in ihrem Heimatland wieder ihre Ursprungssprache sprechen. Das ist ein Bruch, an dem wir bis heute arbeiten, weil wir, als wir dann die qualifizierten Facharbeiter wollten, mussten wir ja uns irgendwie umstellen. Welche Zugehörigkeit sollen wir denn entwickeln? Wir standen wirklich vor dem großen Problem, wer will denn nach Deutschland als Spitzenmanager, als qualifizierter Informatiker kommen, wenn er ein negatives Image hat. Also das ist für uns so eine Bruchstelle gewesen. Und wir haben bis heute aus der Nicht-Förderung der Gastarbeiter, die haben das meiste ja selbst aus sich gemacht, die Probleme, dass darin ein bestimmter Anteil arbeitslos ist. So wie wir heute unter den immerhin noch 280.000 Jugendlichen ohne Schulabschluss, Ausbildung oder Arbeit gesagt haben, die können wir nicht integrieren. Wir haben jetzt in dieser Wahlperiode auch bei der Arbeitsagentur, bei der Agentur für Arbeit Maßnahmen ergriffen und siehe da, es geht doch. Nicht? Man hat Untereinheiten gebildet, sich sehr um diese gekümmert, nicht mehr laufen lassen. Also das Unverantwortlichste war, die befrieden wir mit Hartz IV. Immerhin ist das 20-30% der Jugendlichen, sodass wir vorsichtig sein müssen mit solchen Stereotypen. Da ist kein Potenzial. Wir haben jetzt eine Reihe von Kommunen mit speziellen Agenturen für Arbeit. Und wer hat denen am meisten geholfen? Die Bürgerschaft. Also das ist mir für unseren heutigen Abend ganz wichtig. Was ich in diesen Jahren gelernt habe, vor allen Dingen auch jetzt wieder im letzten Jahr, welche Power, also wir haben als Frauenpolitiker immer gesagt, Empowerment von Frauen. Und daraus ist bei mir der Satz entstanden, Menschen stark machen. Sie befähigen, ihr Leben zu führen. Das, was wir jetzt erleben bei den Flüchtlingen, die angekommen sind. Also, dass wir die wieder so lange schachmatt setzen, wo die lernen und arbeiten wollen, möglichst beides gleichzeitig, da ist so viel an Ideen, an Energie, an Vorstellungen, wo wir neu lernen müssen, wie verhalten sich die gewählten Politiker zu ihrem Volk mit neuen Ideen. Denn das ist ja ein Lernprozess. Und mir ist ganz wichtig, dass wir nicht, das ist die Gefahr im Augenblick, dass wir wieder zurückfallen in altes Denken, wo neues Denken notwendig ist. Wir werden nicht die alte Gesellschaft von stammesabhängigen Deutschen sein. Sind wir übrigens auch nie gewesen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir begreifen, ob wir wollen oder nicht. Die Frage, wie wollen wir zusammenleben, ohne uns aufzugeben. Der Fremde ist ja immer derjenige, der gefährlich ist. Der will uns beherrschen. Der will, dass wir uns an ihn anpassen. Aber wir wollen, dass er sich an uns anpasst. Also ich denke schon, was Sie gerade gesagt haben, wie viel Toleranz oder wie viel
für mich ist das negative Wort von Toleranz laissez-faire. Nicht? Lassen wir alles zu oder braucht jede Gesellschaft doch Regeln, jetzt sind wir beim Normativen, Regeln, die dafür sorgen, wir können miteinander leben, ohne dass wir uns voreinander fürchten müssen. Und das ist die zentrale Frage, um die es heute geht. Köln war so ein Beispiel. Plötzlich war Explosion. Das sind alles, und diese Marokkaner sind die Schlimmsten. Zu Hause dürfen die das nicht, das sind übrigens höchst strafbare Delikte. Sodass wir im Umgang mit dem Fremden eine Menge zu lernen haben. Denn unsere Kultur ist eine, in die viele Einflüsse eingegangen sind, durch sogenannte Fremde. Und stellen Sie sich vor, alle Altenpflegerinnen, alle Handwerker, alle Künstler würden Deutschland verlassen. Muss man sich mal vorstellen. Wir haben Gruppen, die sagen, raus mit ihnen. Was wir für ein verarmtes Land wären. Also, und da sind jetzt unsere Lernprozesse. Also wenn ich so einer Gruppe von jungen Männern abends im Dunkeln begegne, geht es auch mir so. Sind die jetzt gefährlich oder nicht gefährlich? Lassen die mich in Ruhe? Weil ich sie nicht kenne. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass sie ganz früh beitragen können. Ich sag mal so Wiener Beispiele, die ankommen, arbeiten selbst mit an der Herrichtung von Unterkünften, arbeiten mit an der täglichen Versorgung in der Ernährung, beim Wäschewaschen. Und sie wollen arbeiten und erleben, wir tragen mit dazu bei, dass wir hier leben können. Das ist Zukunft. Lassen Sie nach dem eindringlichen Appell, lassen Sie mich nochmal zurück fragen. Könnte man denn dann sagen, historisch ist Deutschland eher ein Gastarbeiterland als ein Einwanderungsland? Ich weiß, es gibt Beispiele schon irgendwie bis 1880 zurück. Es gibt diese Anwerbeankommen, dann wurde es gestoppt. Dann hat man versucht wiederum mit den IT-Lern und den Hochqualifizierten. Also ist das, ist, oder ist es überhaupt ein Gegensatz? Sind das wir jetzt mal Herrn Farmer. Genau, ich frage Herrn Farmer, sind wir ein Gast, ist Deutschland eher ein Gastarbeiter oder möchte das Deutschland eher Gastarbeiter als Zuwanderer? Also es gibt eine Tradition, die bis in die preußische Arbeitsmarktpolitik des Kaiserreichs zurückreicht, einer Präferenz für kurzfristige Aufenthalte mit sozusagen dem Ziel, zwei Interessen zu verbinden. Einerseits das Interesse an Zugang und manchmal konkret saisonalem Zugang für die Kartoffelernte oder so zu günstigen Arbeitskräften und einer Bewahrung der konfessionellen, abstammungstechnischen Homogenität der Bevölkerung. Und sicher setzt sich diese Tradition über verschiedene, wie soll man sagen, Mittler fort, vom Kaiserreich dann in die Arbeitskräftebewirtschaftung des Ersten Weltkriegs, die ja dann auch zum Teil dieselben Gruppen wieder betrifft. Da ist es dann ein Rückkehrverbot, vorher war es ein Rückkehrgebot, was durchgesetzt wird. Dann verliert sich das in gewissem Sinne und aus unterschiedlichen Gründen in der Weimarer Republik. Da geht ja auch die Zahl der Ausländer zurück angesichts der Wirtschaftskrise. Es gibt dann wieder sozusagen Fremdarbeiterprogramme im Dritten Reich, die ja sowas Ähnliches markieren, also die Anwerbung, die zwangsweise Anwerbung von Arbeitskräften für bestimmte Zwecke, ohne die geringste Perspektive der Integration oder des Verbleibs in diesem Fall. Und dann natürlich seit den 50er Jahren diese Idee temporärer Arbeitskräfte, die theoretisch wieder zurück nach Hause gehen sollen und dazu dienen sollen, konjunkturelle, wie soll man sagen, Hochkonjunkturen abzufedern und dann aber Vollbeschäftigung nicht zu gefährden danach. Das sind die Anwerbeabkommen in Europa und Türkei. Das sind die Anwerbeabkommen und ist sozusagen das Gastarbeiterregime. Mhm. Es ist auch wieder nicht einmalig. Solche Programme und Praktiken gibt es anderswo auch, aber es ist ein bisschen auffällig. So. Wenn ich jetzt ja, um Gottes Willen, dann halte ich Ihnen noch mal eine. Sie beide sprechen, also die Gastarbeiter, Sie sprachen jetzt die aktuelle Situation an, also
Pfarrmeier, die Tradition. Ich habe heute auf dem Mediendienst integration.de nachgelesen. Da sagte ein emeritierter, hier steht Historiker und Soziologe, Professor Dieter Oberndorfer, vielleicht kennt ihn jemand von Ihnen. Deutscher. Ja, okay, ich kannte ihn nicht. Durch die Aufnahme, da würde ich Sie mal bitten, zur Stellung zu nehmen, ich zitiere, durch die Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien und anderen Krisengebieten derzeit könnten weit mehr qualifizierte Einwanderer gewonnen werden, als durch, und das ist ja was, was Sie sonst immer noch fordern, durch neuerliche lange Debatten über die politische Chimäre eines Zuwanderungsgesetzes. Also ich finde, da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Ich hatte gehofft, dass Sie sagen würden, aber bitte führen Sie es doch. Ich schätze Herrn Oberndorfer sehr. Der hat ein aufgeschlossener Kopf. Aber was thematisiert er hier? Dass wir wieder Schubladen bilden. Und das thematisiert er zu Recht, indem er sagt, in dieser Gruppe der Flüchtlinge steckt genügend Potenzial, was wir bei den qualifizierten Arbeitskräften suchen. Und ich weiß nicht, warum unser Innenminister darauf besteht, auf keinen Fall eine Vermengung dieser beiden Gruppen. Das passiert aber rein rechtlich schon, wenn Sie als Asylbewerber anerkannt sind. Haben Sie ja, wenn Sie auch dann noch Arbeit finden, ständig eine Verfestigung ihres Aufenthaltsrechts. Nach 5 Jahren, auch nach Europarecht, kann man sie dann nicht mehr heimschicken, wenn sie bei uns bleiben wollen. Sodass ich sagen muss, warum haben wir nicht die Offenheit zu sagen, unter diesen Flüchtlingen, ich finde es sowieso nicht gut, auch menschenrechtlich nicht gut, das ein ist humanitärer Schutz, und wir nehmen sie nicht als Menschen wahr, die leben wollen, mit uns leben wollen und wo wir gemeinsam produktiv gestalten können. Also es ist doch mehr als Schutz, was wir da gewähren. So sind ja in Einwanderungsgesellschaften auch innovative Prozesse entstanden. Nun zu dem anderen Gesichtspunkt bei Oberndorfer. Es wird ja im Augenblick immer gesagt, jetzt brauchen wir überhaupt kein Einwanderungsgesetz mehr. Wir haben ja Elemente zur Einwanderung im jetzigen Gesetz, haben wir auch. Aber irgendwann kommen wir nicht umhin, wir hatten damals 26 Ausnahmeregelungen, mit dem Gesetz, was wir vorbereitet haben, hatten wir dann 30, sind noch ein paar dazugekommen. Es ist gut zu wissen, wie viele Ausnahmeregelungen haben wir, damit ich über eine der Ausnahmeregelungen meine Kraft bekomme. Ich denke, Sie brauchen, und das ist Aufgabe des Staates, Rahmenbedingungen zu schaffen, rechtliche Rahmenbedingungen, die Ihnen auch eine Orientierung geben, unter welchen Bedingungen kann ich nach Deutschland kommen. Und nicht zu sagen, das machen wir dann, geht die Wirtschaft in die Länder und die einzelnen Menschen, die hier hinkommen wollen, besorgen sich einen Arbeitsplatz. Also da kann man viel von Kanada und anderen lernen. Und wir sind damals furchtbar auseinandergenommen worden, weil wir, ob Sie das nun Punkte nennen, ich nenne es jetzt mal heute, weil Punkte ist so schlimm wie multikulturelle Gesellschaft, das Wort, sage Ihnen, Sie brauchen Kriterien, nach denen sie auswählen. Die Grünen wollen das nicht und sagen wir, oder auch die Linken sagen, auf keinen Fall, dann schaffen wir eine Selektion. Aber sie können keine rechtlichen Regelungen schaffen, wenn sie sich nicht bekennen zu Kriterien. Die müssen sie dann auch begründen. Sie sprechen das kanadische System an, da gibt es dieses Punktesystem. Ja. Ich glaube, es sind 6 Kriterien, Alter, Herkunft. Alter, Sprache, Nähe zu dem Land. Ausbildung und Berufserfahrung. Ja. Und damit wird sozusagen die Integrationsfähigkeit in die klassische formelle Einwanderungsgesellschaft Kanadas festgestellt. Jetzt müssen es nicht diese Kriterien sein, aber wenn Sie das mal international vergleichen, kommen Sie doch auf eine erhebliche Schnittmenge, die in allen Ländern gleich ist. Und das, wenn ich das sagen darf, haben Sie damals in dem
Kommissionsbericht. Da gab es ja sehr viele Maßnahmen. Da wurden immer, das ist Ihnen ja auch wichtig zu betonen, die humanitären Aspekte genau wie die Arbeitsmigration in den Blick genommen. Und ein Vorschlag, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen, war nach dem Beispiel Kanadas mit einem Kriterienkatalog eine gesteuerte Zuwanderung zu ermöglichen. Also eigentlich war es ein Gesetzesentwurf auf, ja, Sie haben es Zuwanderung genannt, aber es ging eigentlich. Also Zuwanderung mussten wir ja sagen. Aber genau. Das ist auch so eine Täuschung. Aber was wollten Sie denn sagen? Was meinten Sie eigentlich? Wir meinten mit diesem Konzept Vorschläge zu entwickeln. Wir waren ja sehr vorsichtig, 10.000 Jugendliche, 20.000 Qualifizierte, um zunächst mal Erfahrung zu sammeln. Da sind wir bei der Frage, im Augenblick werden viele Bürger überfordert, es ist zu viel und sie durchschauen es nicht mehr. Aber auf dem Weg hin, wenn wir ein Einwanderungsland sind, haben sie diejenigen, wir haben ja heute in der Welt Kurzaufenthalte, Wechsel von einem Land zum anderen, die bleiben nicht in Deutschland, gehen nach Schweden oder sehr viele Spätaussiedler sind auch nach Nordamerika gegangen, USA und Kanada oder auch nach Südamerika. Andere kehren wieder zurück in ihre Heimatländer. Es ist ja nicht nur einfach Einwanderung und Auswanderung, sondern eine Vielfalt von Wanderungsformen. Und dafür müssen wir Regeln schaffen und Möglichkeiten nehmen. Auch eine größere Flexibilität, ich sage das hier noch einmal, es hat eine Zeit in Afghanistan gegeben, wo es Wiederaufbauchancen gab. Die Afghanen, die bei uns waren und dorthin gehen wollten, zu helfen, denen wurde gesagt, ja, ihr könnt gehen, aber ihr kommt nicht wieder rein. Also da brauchen wir neue Offenheit. Oder wer demnächst nach Syrien geht, hoffen wir, dass es eines Tages dazu kommt, der muss trotzdem auch die Möglichkeit haben, nochmal wieder nach hier hinzukommen. Eine größere Flexibilität und nicht immer Pull und Push, dann kommen ja noch mehr, sondern da haben wir anzusetzen. Und ich finde, dass wir damals, war ja aussichtslos, aber aussichtslos muss nicht aussichtslos bleiben. Es dauert oft lange in der Demokratie, aber wenn Sie heute gescheitert sind, müssen Sie spätestens übermorgen wieder aufstehen und sagen, wir machen weiter. Das sage ich auch unserer Bürgergesellschaft. Wir erleben immer auch wieder Scheitern. Also 2004 habe ich nicht gedacht, dass wir überhaupt den Nukleus den Kern eines Gesetzes bekämen. Der ist gekommen. Ich habe auch nicht erwartet, dass unsere heutige Kanzlerin plötzlich einen Paradigmenwechsel in Bezug auf die Kanzlerin haben Sie beschrieben. Ja. Erläutern Sie uns doch gerade, wo alle Welt Sie kritisiert für ihr, wir schaffen das, und Sie damals mit ihr gestritten haben, ob Sie überhaupt den Vorsitz der Kommission übernehmen sollen. Denn niemand sonst als Sie könnte uns das jetzt erzählen. Was ist aus Ihrer Sicht da der große Wandel von Angela Merkel? Dass sie lernfähig ist. Ist ja wahrscheinlich in der Politik auch keine. Ja, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber Selbstverständlichkeiten sind ja keine Selbstverständlichkeiten. Also sie hat sich dann an die Spitze der Bewegung gestellt, auch für die Partei, die sie vertritt, ist das ja wichtig. Und schwierig? Das ist schwierig, ja. Veränderungen sind nicht gemocht. Also wenn sie angenehm sind, ja, aber wenn sie mit eigenen Anstrengungen, Veränderungen an sich selbst verbunden sind, brauchen sie länger. Also ich könnte eine Reihe von Gesetzen nennen, wo wir auch 25 Jahre gebraucht haben, gerade wir Frauen, um das durchzusetzen. Eine Demokratie kann schnell sein, wenn sie es will, sie kann sehr langsam sein, wenn sie es nicht will. Und da muss ich sagen, hat sie gemerkt, und auch gelernt, das Alte ist so nicht fortzuführen, hat sie auch in anderen Bereichen getan. Wenn wir den Anschluss an die Zukunft gewinnen wollen, müssen wir uns verändern. Ich kann nicht sagen, ich bin für Vielfalt und wo ich sie konkret antreffe,
nicht wollen. Also das Wort multikulturell ist deswegen so verketzert, weil man annimmt, das verfremdet uns. Ja, es verändert uns. Aber es ist auch eine große Chance, mal zu klären, was will ich, wofür trete ich ein, was will ich nicht und wie stelle ich mich dazu. Und jetzt sage ich nochmal bei Angela Merkel, heute wird ja gesagt, die ist störrisch. Will nicht lernen, will nicht verändern. Was ich jetzt sage, ist nicht eine empirische Aussage, sondern eine Interpretation, wie ich sie verstehe. Angela Merkel ist eigentlich eine sehr umsichtige, reflektierte, vorsichtige Politikerin. Als sie diesen Satz gesagt hat, habe ich gedacht, meinst du es wirklich so ernst? Und habe mich sehr lange beschäftigt mit der Frage, warum ist sie in dieser Frage so entschieden? Nicht? Denn sonst, wenn Druck kommt, das ist eigentlich auch fast ein gesetztes Regelverhalten des Politischen, ich gebe nach. Ich brauche einen neuen Kompromiss. Und das hat sie nicht gemacht. Meine Interpretation ist, das ist eine, jetzt sind wir wieder beim Normativen, eine zutiefst ethische Überzeugung, wahrscheinlich doch eben auch geprägt durch ihr Elternhaus. Das waren sehr zupackende Eltern. Viele kritisieren sie ja, dass sie von Hamburg wieder in die DDR gegangen sind. Und nun steht sie da. Und von ihr wird erwartet, dass sie jetzt aufhört mit dieser Position. Sie würde höchst unglaubwürdig. Das heißt ja nicht, dass sie nicht weiß, sie hat von Anfang an gewusst, ich muss zu niedrigeren Zahlen kommen. Sie hat vielleicht auch zu stark gesetzt auf die Europäische Union, wo sie mehrfach erlebt hat, ich habe da überzeugt. Die Situation ist anders, sie braucht länger. Der Weg in die Türkei war für mich so überraschend wie irgendetwas. Das war ja eigentlich ein Non-Verhältnis, ein Verhältnis des Schweigens. Aber beide waren in Not, die Türkei und Deutschland. Und ich wundere mich, ich bin viel in der Türkei wegen der deutsch-türkischen Universität, wie im Augenblick beispielsweise Türken und Griechen miteinander umgehen. Wie Menschen es schaffen, in der Not, vieles wird im Augenblick ausgespart, aber doch wieder zueinander zu finden, im Ringen um Lösung. Also für mich ist es auch menschenrechtlich ein wichtiger Schritt, dass die erste Milliarde zur Verbesserung der Unterkünfte der vielen, vielen, es sind ja immerhin 2,5 Millionen registrierte, überwiegend Syrer, eingesetzt worden sind. Oder die Festlegung jetzt, sowohl auf der Geberkonferenz wie in Deutschland, der Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen leben. Das hätten wir früher machen müssen. Aber das hat jetzt, das bringt nichts zu sagen, wir hätten. Es ist nicht passiert, obwohl wir lange wussten, dieser Ansturm kommt. Und ich bin einfach davon überzeugt, wir sind noch nicht über den Berg, weder mit den Flüchtlingen noch mit der Zustimmung zu Angela Merkel. Die Zustimmung in der Bevölkerung ist größer als in der Partei. Und ich wünsche mir einfach, dass sie sich auf uns abstützen kann und dabei eben auch mehr noch den Menschen nahe bringt. Ich bin selbst Lernende, wir alle sind Lernende. Lass wir es gemeinsam anpacken, denn keiner schafft es allein. Wenn wir dahin kommen, dass aus den verschiedenen Bevölkerungsräten, Sie haben wahrscheinlich jetzt gelesen, ich werde zu lang. Sagen Sie es ruhig noch zu Ende, dann frage ich noch was. In die andere. Ich habe jetzt erlebt, die Gewerkschaften, wie sie vorangegangen sind,
Gewerkschaften, Arbeitgeber, das ist das, was uns vertraut ist. Die großen Wohlfahrtsverbände, die Migrantenorganisationen, da ist sicherlich ein Fehler gemacht worden, haben sich schon wieder aufgeregt, nur die Muslime sind berücksichtigt worden und nicht die anderen. Aber Fehler passieren ja überall. Aber wenn wir in diesem Sinne miteinander an diesem Problem arbeiten, wir können doch eigentlich unser Landwirt in der Welt, haben die nicht gedacht, dass diese Deutschen, die ihren Egoismus im Wohlstand feiern, sich aufgemacht haben, diesen Menschen zu helfen. Wenn wir das in der Bevölkerung erhalten können, und das ist für mich, wir sind das Volk, dass wir es gemeinsam mit, das ist für mich auch Demokratie, wir müssen wieder mehr hören, mehr beteiligen, da sind so viele Ideen. Mir ist immer gesagt worden, Frau Süßmuth, wir haben die großen Verbände, lassen Sie keine Initiativen ins Haus. Da habe ich gedacht, warum das denn nicht? Und wissen Sie, in mir ist sowas, ich bin neugierig. Wenn man sagt, das lassen Sie, dann will ich wissen, soll ich es wirklich lassen oder ist das nur Angst vor denen? Und ich finde, die Bürgerbeteiligung ist etwas ganz Wichtiges. Auf kommunaler Ebene, Landesebene. Wenn die EU-Vertreter so schlau gewesen wären und wären mal erst nach Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn gefahren und hätten mal gefragt, was können wir gemeinsam tun. Aber diese Verordnung von oben, 160.000, wir haben die Quoten gesetzt, ihr habt, ist vorbei. Wenn Sie dann darf man sagen, dass Sie ja einen Mentalitätswechsel konstatieren und auch sozusagen eine neue Kultur. Sie sagen, jetzt gibt es da eine bürgerbemühende Willkommenskultur, die gab es beim Asylkompromiss 92 nicht in der Form wahrscheinlich. Also es gibt Dinge, die wie ich Ihnen Ihre Beschreibung entnehme, die sich immer wiederholen. Jetzt gibt es diffuse Ängste, damals gab es diffuse Ängste, aber ich entnehme da einen vorsichtigen Optimismus, dass sich doch schon einiges bewegt hat. Aber lassen Sie mich kurz noch mal, ich werde Sie bitten, das zu beurteilen, ob sich wirklich was bewegt hat und ob sich eine Änderung ergeben hat, ob es Grund zur Optimismus gibt. Lässt sich denn in der Migrationsforschung oder in den, Sie sprachen von Wanderungsbewegungen, solche Wellen erkennen, wie sie jetzt Frau Süßmuth angesprochen hat? Im Sinne von Optimismus und Pessimismus. Ja, klar. Ja, auch. Oder jetzt auch eben die neue Mentalität, die neue Kultur, dem entgegenzutreten. Jetzt vielleicht doch eine höhere Bereitschaft auch zur Aufnahme, sei es bis zur Einbürgerung. Ich würde sagen, das wird sich in gewissem Sinne zeigen. Denn das, was wir erleben, ist ja neu und gleichzeitig kompliziert. Weil was wir eigentlich erleben, ist, ich würde sagen, in Deutschland sind wir weitergekommen, wenn auch nicht am Ende aller Ziele. Und ich glaube, in Deutschland kann es sein, dass es zum Problem wird, dass wir immer noch diese Schublade haben, Flüchtlinge. Das ist sozusagen ein legitimer Migrationsgrund. Und ökonomische Ziele sind gewissermaßen illegitim. Und den Versuch, eine große Migrationsbewegung nachträglich mit einer nicht sehr schnell arbeitenden Behörde in das Töpfchen oder ins Kröpfchen zu sortieren und dann gegebenenfalls Massendeportationen vorzunehmen, die ja große Zahlen erreichen würden, wenn das, was angepeilt ist, erzielt worden ist. Ob das dann ein großer Fortschritt gewesen ist, das wird man dann irgendwie sehen. Und insofern glaube ich, wäre es für die Diskussion auch hilfreich, um sie zu entpolarisieren, wenn man sozusagen erstens sagen würde, nicht, also es gibt auch in den deutschen Regelungen einen starken Anreiz als Flüchtlingen sich zu kamuflieren. Und wir müssen darüber reden, wie wir diesen Anreiz irgendwie wegkriegen, durch klare Regelungen, Kriterien, die auch verhindern würden, dass man erst ein ganzes Vermögen investieren muss in eine unsichere Zukunft, die vielleicht endet mit einer Integrations- und Bleibeperspektive oder eben vielleicht auch nicht. Also das ist ja im Moment ein staatlich organisiertes Lotteriespiel, was auch unsympathische Züge haben kann. Damit sprechen Sie an, wenn ich es richtig verstehe, dass der Arbeitsmigrant sich ja in Deutschland nicht als solcher zu erkennen geben kann und sich deswegen als... Naja, es gibt die vielen Ausnahmetatbestände, es gibt die hochqualifizierten Richtlinien, so es gibt schon Wege, aber im Moment
ja. sozusagen der Einfluss, es gibt die Selbstständigen innerhalb der EU und so, es gibt schon viele Möglichkeiten, aber es gibt eben auch den Weg zu sagen, ich probiere es jetzt mal über den Asylantrag. Das ist ja auch eine Tradition, die relativ lange zurückgeht und dann gucken wir mal, was passiert. Und ich glaube, die Sache wird im Moment sehr viel komplizierter dadurch, dass wir merken, es ist so eine quasi europäische Migrationspolitik, die eigentlich stattfinden müsste, denn das ist ja die Konsequenz der Aufgabe der Binnengrenzen. Aber es ist kompliziert, wenn eine Situation eintritt, wo diese Migrationspolitik von einem Land ohne Außengrenzen gewissermaßen in einer völlig anderen Art und Weise konzeptionalisiert wird als von anderen. Und dann entstehen auch in diesem Gebilde Europäische Union Spannungen, bei denen nicht ganz klar ist, wo sie hinführen. Würden Sie denn dann vielleicht sagen, dass, ja, Sie haben die Ausnahmen angesprochen, Green Card, Blue Card, IT und hochqualifizierte Selbstständige und das auch immer, aber würden Sie sagen, und ich glaube, Sie haben es in einem Ihrer Schriften gesagt, dass Deutschland sich gerade mit der Einbürgerung so ein bisschen verhält, als würde es, wie haben Sie genannt, eine generöse, großzügige Geste zeigen, ist das der Begriff gewesen, um überhaupt Einwanderung zu ermöglichen, statt einer Haltung, dass es eine Selbstverständlichkeit geben soll, wer dort lebt und arbeitet über einen gewissen Zeitraum, kann automatisch. Gut, es ist ja in gewissem Sinne diese Prinzipienfrage, die verschiedene Länder anders beantworten. Ist Einbürgerung gewissermaßen der Gipfelpunkt der Integration oder ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin, den man relativ niedrigschwellig ansetzen, weil erst dann ja sich andere Türen, politische Partizipation, Wahlrecht und so weiter öffnen und die Sicherheit der Bleibeperspektive gegeben ist. Da würde ich sagen, ist die deutsche Tradition lange gewesen, zu sagen, es ist der Gipfelpunkt der Integration, kommt spät. Also der Akt der Großzügigkeit, jetzt gewähren wir auch das. Ja, und es ist eine relativ starke Handlungsfreiheit auf der Seite der verleihenden Behörde. Was sich ja dann auch interessanterweise, weil es ja im Prinzip eine Ländersache wieder geworden ist, nach 1945, darin niedergeschlagen hat, dass die Wahrscheinlichkeiten, eingebürgert zu werden, von Bundesland zu Bundesland extrem unterschiedlich waren, mit sozusagen deutlichen Korrelationen zu Offenheit und Geschlossenheit in anderen Politikbereichen. So, dass es auch da wieder so ein bisschen vereinfachend ist, zu sagen, es gibt den deutschen Weg oder die deutsche Attitüde. Nordrhein-Westfalen und Bayern waren da ziemlich unterschiedlich. Okay, die kleine Zuspitzung der Tat habe ich mir erlaubt. Aber dann kommen wir sozusagen zum Abschluss zu der Frage. Sie haben damals 1994 gesagt, wir sind ein Einwanderungsland, wir brauchen ein Zuwanderungsgesetz. Da sind Sie einbestellt worden. Sie haben es dann in der Kommission versucht oder haben ein Maßnahmenkonzept, was wir jetzt noch nicht in aller Tiefe erläutern können, das kann man in so einem Abend nicht entwickelt, was alles getan werden könnte, haben sehr viele Vorschläge gemacht. Einige Beispiele haben wir genannt, eine Einwanderung nach Punkten, nach dem kanadischen Vorbild, aber auch eben viele andere Dinge. Sie haben ganz viel Auf und Ab und Entwicklung erlebt und Sie sagen auch heute noch, dass, was haben Sie auch eben sehr schön beschrieben, dass es eine Angst vor der Veränderung gibt. Und möglicherweise ein Gift des Politischen, so habe ich es Ihrem Buch entnommen, auch das ist, wenn man nicht für die Schwachen einstehen möchte. Sehen Sie also jetzt abschließend eine Möglichkeit, eine Chance hier diese Krise zu überwinden oder daraus gestärkt hervorzugehen? Also im Sinne von Angela Merkel, wir schaffen das, können wir diese Krise bewältigen? Ich beantworte bei aller Komplikation und allen Widerständen, ja. So, und dieses Ja resultiert aus meiner Grundüberzeugung, das ist in der Wissenschaft, sind es ja auch oft lange Wege zur Erkenntnis. Und noch länger ist der Weg von der Erkenntnis zum Handeln, verbunden mit Niederlage und Weitermachen. Ich habe selbst die Erfahrung machen dürfen, immer wenn mir gesagt wurde, es kommt nie in Frage, gab es bei mir so einen inneren Widerstand, das wollen wir doch mal sehen. Und Ihre Partei hat Ihnen ja auch an der einen oder anderen Stelle, das kann man wohl leicht sagen, ein bisschen Grund gegeben, Ihr Beckitsches Motto, weitermachen, aufstehen, anzuwenden. Ja, aber das ist nicht nur für mich wichtig, sondern für die Menschen. In Deutschland
Aber in anderen Ländern, man darf ja nicht scheitern. Das bringen wir unseren Kindern als erstes bei. Ich muss sagen, ich habe aus dem Scheitern immer viel gelernt. Es ist einfach die Frage, wie geht das einher mit dem, ich bin sitzen geblieben. Ist das jetzt ein Trauma fürs Leben? Oder wie gehen wir damit um? Und es ist ganz entscheidend, dass wir Menschen, die so eine Situation des Scheiterns erleben, nicht allein lassen. Das gilt insbesondere für Eltern. Und nicht sagen, dieses Mädchen wird sowieso nichts raus. Oder ob wir da rangehen und sagen, wie können wir das gemeinsam verändern? Und ich erlebe gegenwärtig in der Bundesrepublik doch viele Initiativen, die eigentlich ermutigen. Wenn sie eben gesagt hat, wir müssen den Schwachen helfen, dann könnte das so gehen, dass ich nur für die Schwachen bin. Aber ich bin dafür, dass eine Gesellschaft sich nicht immer weiter aufspaltet in Arm und Reich, in die Bevorzugten und in die Benachteiligten, sondern da gibt es eine wechselseitige Verantwortung. Und da wir einen Teil aus dem Neoliberalismus übernommen haben, der uns noch sehr zu schaffen machen wird. Denn in bestimmten Bevölkerungsgruppen wächst die Armut. Und also Bismarck war kein Demokrat, aber er wusste, was muss ich tun, wenn bestimmte Lebensrisiken nicht mehr von Einzelnen abgesichert werden können. Es muss das Ziel aller Demokraten sein, wenn zu viele Menschen an die Ränder geraten, eine Gesellschaft ist so stark, wie sie eine starke Mitte hat und die Menschen zurückholt aus den Marginalisierungen in eine Verantwortung für sich selbst und die anderen hinein. Das ist eigentlich mein Anliegen. Ich bin gegen Ausgrenzung. Und fragen, wie kann man die Ausgegrenzten zurückholen? Und in diesem Sinne, aus schwachen Menschen stärkere Menschen machen. Und mich begeistert es einfach, wenn ich Kinder und Jugendliche erlebe, die ganz am Rande standen. Und wenn sie dann zugehörig sind, mit Singen, mit Tanzen, mit Gestalten, das ist doch eigentlich das. Andere Augen, andere Körperhaltung. Achten Sie mal darauf, wie sich Menschen verändern, wenn sie wieder ermutigt sind. Und deswegen halte ich von, ich bin wild zum Teil, auf die Neurologie. Denn wir haben lange Zeit viel zu wenig von unserem Gehirn bewusst. Jetzt gibt es immer die Exzesse in die andere Richtung. Aber glauben Sie doch nicht, dass wir unser Gehirn schon ausgeschöpft haben. Dann würde ich vorschlagen an dieser Stelle, dass wir uns für eines der nächsten Stadtgespräche einen Neurobiologen einladen und das mal, müssen wir gucken, wer unserer Forscherinnen und Forscher dem entgegentritt. Aber da gibt es gute, vielleicht können Sie uns noch jemandem empfehlen, den einen oder anderen Frankfurter hatten wir da schon zu häufen. In jedem Falle mit diesem eindrucksvollen Appell von Ihnen, liebe Frau Professor Süssmuth, für ja, Eintreten und das, was Sie in Ihrer Biografie eindrucksvoll Ihr ganzes Leben gezeigt haben, von den Rändern in die Mitte holen. Sie haben es ja, wie Sie beschrieben haben, nicht nur in Bezug auf Migration. Frauen, AIDS-Kranke, ich bin von den Familien. Frauen zu den Migranten gekommen. Unser Frauenpotenzial, es durfte nur privat eingesetzt werden. Jetzt haben Sie mit der Migration dann einen sehr, sehr großen Einblick uns geben können in die Geschichte. An dieser Stelle würde ich mich gerne am Podium bei Ihnen, liebe Frau Süssmuth, und bei Ihnen, lieber Herr Pharmeier, ganz herzlich bedanken für diese, wie ich finde, hochinteressante, sachgerechte, unaufgeregte Debatte zum aktuellen Thema und den Bezügen in die Vergangenheit Deutschlands und der anderen Fragen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, auch bei Ihnen für Ihr Zuhören und möchte Ihnen die Gelegenheit geben, jetzt Ihre Fragen noch an die beiden Referenten zu stellen.